Ihr habt euch sicher schon gedacht, dass dieser Tag kommen wird. Deshalb machen wir es jetzt offiziell. Ich werde ausziehen. Nicht jetzt sofort, aber bald. Ich muss nach San Myshuno in die große Stadt. Henford und Bagley ist ein Dorf für die Emmas und Ivys dieser Welt. Ich habe hier gar nichts verloren. Aber bevor ich gehe, muss ich sicher gehen, dass Mom nicht allein bleibt. Sie möchte die große Liebe finden und nicht hier einsam und allein verkümmern. Deshalb habe ich beschlossen, ihr Simda zu zeigen. Ob das gut gehen wird, werden wir sehen. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 44. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! In den letzten beiden Parts ist ja wirklich viel passiert. Zuerst haben wir Weihnachten gefeiert, das war sehr, sehr schön, bis auf die zwei unerwünschten Gäste, die wir leider dabei hatten. Dann hat auch noch Daisy ihr Baby bekommen und Livia wurde zum Kind. Der letzte Part ist jetzt noch nicht online, das heißt, ich weiß noch gar nicht, was ihr zu dem allen sagt, aber ich bin schon wirklich sehr gespannt. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, in diesem Part dreht sich mal wieder alles um Emma, denn Violet möchte sie verkuppeln, beziehungsweise Violet wird ihr in diesem Part Simda zeigen und ich bin wirklich schon gespannt, wie das ausgeht. Bevor wir jetzt aber in den Part hineinstarten, noch eine kurze Erinnerung: An diesem Samstag, den 10. Dezember, findet auf Twitch mein Weihnachtsspecial statt. Dort werden wir uns tatsächlich an einen Speedrun der 100 Baby Challenge heranwagen. Ich blende euch jetzt hier rechts oben ein Video ein, in dem ihr mehr darüber erfahren könnt. Aber jetzt starten wir in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein mit einem Blick in den Haushaltskalender. Heute war ja Livias Geburtstag und ich habe gerade entdeckt, dass gerade noch der Sporttag des Footballteams stattfindet und eigentlich müssten wir da mit unserem Jared schon hingehen. Deshalb habe ich jetzt ganz spontan entschieden, wir starten damit in den Part, dass wir jetzt mit Jared zum Sporttag des Footballteams reisen. Zeige legendäre Footballwürfe, um zu gewinnen. Sims mit höherer Fitness und in positiver Stimmung stellen sich geschickter an und erreichen höhere Punktzahlen. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Mitnehmen müssen wir, glaube ich, keinen. Wer weiß, vielleicht treffen wir ja dort wieder irgendjemand Spannenden, mit dem unser Jared flirten könnte. Wir werden sehen. Ich hoffe nur, Jared stellt sich nicht allzu blöd an. Also er ist zwar unser Footballer, aber wenn wir uns ehrlich sind, hat er noch nicht sonderlich viel Sport in seinem Leben gemacht. Also er probiert es immer ein bisschen, aber ich würde sagen, er ist eher noch am Anfang seiner sportlichen Karriere. Deshalb hoffe ich mal sehr, er blamiert sich nicht. Und hier sind wir. Ich habe irgendwie schon wieder vergessen, dass hier Schnee liegt. Aber natürlich liegt Schnee. Es ist Winter. Ja, das ist das Footballfest? Hier ist doch gar niemand. Oh, da kommen alle angerannt. Wow. Gut, dann gehen wir auch mal hin und schauen mal, wer alles da ist. Hier haben wir jede Menge Cheerleader. Und Emma erinnert uns wieder mal an die Ausgangssperre. Ja, Emma, sei mal nicht so streng. Wir werden schon keinen Blödsinn machen. Wen haben wir hier? Saskia. Die kennen wir schon, aber mögen wir nicht. Egal, wir werden trotzdem mal mit ihr über Interessen sprechen und dann über kalte Temperaturen sprechen. Wen haben wir hier noch? Hier haben wir noch Christina Grusel, Gina. Hier sind so viele Cheerleader. Marina, Jonas ist ein Football-Kollege. Dann haben wir noch Angela. Und so viele sind ohne Shirts. Ist schon ganz schön mutig bei den Temperaturen. Aber wenn sie wollen. Hier macht jemand Blödsinn. Wer bist du? Gina. Auch eine Gina? Hatten wir nicht gerade vorhin eine Gina? Dann können wir auch mal zu ihr gehen und werden ihr die Hände küssen? Okay, versuch ihr mal die Hände zu küssen. Ihr kennt euch doch gar nicht. Warum solltest du einfach hingehen und ihr die Hände küssen können? Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Wow. Was passiert? Wieso lieben alle Jared? Und jetzt ist Jared total verschossen in Gina. Wow. Also, genauso habe ich ihn irgendwie eingeschätzt, dass er sich einfach nicht entscheiden kann und sich in jedes weibliche Wesen verliebt, das ihm über den Weg läuft. Aber gut, ich möchte da jetzt mitmachen. Wie geht das denn?
Choreografie mit Cheerleading-Gruppe aufführen, das können wir nicht. Mach hier mal ein Selfie und dann mach ein Selfie mit Gina. Die ist ja jetzt sein neuer Schwarm. Und seine Verantwortung sinkt die ganze Zeit. Das ist doch schön. Ja, können wir nicht irgendwie am Wettbewerb mitmachen? Anscheinend nicht. Ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Oh, süß. Dann macht ihr jetzt ein romantisches Selfie. Ich mache gleich drei, weil irgendwie werden die immer kacke bei meinen Sims. Ich weiß auch nicht, warum. Und jetzt macht er noch eins allein. Gut. Wenn du möchtest, machen wir... Sehr schön, Jared. Wirklich, wirklich toll. Ich möchte jetzt mitmachen. Wir können da nicht mitmachen. Können wir wenigstens was kaufen? Kauf dir Highschool-Festival-Kleidung. Und zwar kaufen wir das Shirt des Quarterbacks. Da bin ich jetzt gespannt, ob das funktioniert. Oh, die trainieren jetzt gemeinsam. Und sie hat ihn mit dem Football im Gesicht getroffen. Oh, oh. Ja gut, er kauft da jetzt dieses Shirt und ich bin schon sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert, weil ich habe das auch bei der Werewolf Legacy gemacht und dann hatte sie ein Kleid an. Nein, es hat nichts gebracht. Das Einzige, was es geändert hat, dass er jetzt gelbe High Heels anhat. Kann mir irgendwer erklären, was ich falsch mache? Ich verstehe es nicht. Okay, gut, dann hat er jetzt gelbe High Heels an. Jared kann natürlich machen, was er möchte. Können wir noch irgendein Girl kennenlernen? Wer bist du? Kennen wir dich schon? Marina. Stell dich einmal kokett bei Marina vor und dann... Oh, das ist Highschool-Lehrpersonal. Vielleicht sollten wir mit der nicht flirten. Sie hat sich auch gleich umgezogen, wie sie uns gesehen hat. Die ist aber auch süß. Okay, die beiden verstehen sich irgendwie nicht so gut miteinander. Warum mag Marina uns nicht? Er findet sie sehr unattraktiv. Dann findet er noch, sie ist festgefahren. Dieses Sim scheint so starr, streng und festgefahren zu sein. Und wir sind ihr Anti-Schwarm. Gibt es sowas wie Abneigung auf den ersten Blick, weil Marina die allgemeine Anwesenheit von Jared Clay wirklich nicht mag? Und außerdem ist sie ein frisch gebackener Vampir. Wie cool ist das? Naja, aber leider mögen sie sich gar nicht. Gut, das Festival ist jetzt auch schon vorbei. Dann hätte ich gesagt, wir fahren nach Hause. Jared und seine High Heels haben heute noch andere Dinge zu tun. Also wirklich, diesmal brauche ich wirklich eure Hilfe und frage euch wirklich um Tipps. Ich bekomme sehr oft ungefragt Tipps, was natürlich meistens auch vollkommen in Ordnung ist. Aber diesmal würde ich wirklich gerne wissen, wieso funktioniert das mit der Festivalkleidung einfach nicht? Funktioniert das bei euch auch nicht? Ist das ein Mod? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dann reisen wir wieder nach Hause. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir nämlich schon wieder knapp bei Kasse. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen arbeiten und morgen in der Früh zum Markt schauen. Und dann wird Violet Emma endlich Sim da zeigen. Und wer weiß, vielleicht wird Emma sich dann schon für ein Blind Date entscheiden. Und ja, bin schon sehr gespannt, wen sie dann treffen wird. Und dann sind wir wieder da. Gut, Jared, du kannst gleich mal ins Bett gehen. Geh mal schlafen. Was machen denn die anderen so? Emma geht es eigentlich ziemlich gut. Geh mal auf die Toilette, reparier die Toilette. Coco? Wie kommst denn du da überhaupt drauf? Ivy, sag mal, Coco soll nicht auf die Theke springen. Er ist ein Senior und jetzt zum ersten Mal denkt er sich, oh, ich wäre gerne auf der Küchentheke. Das klingt spannend. Nein, du plauderst nicht mit Lenny. Stimmt, sie hatte ja auch einen Attraktivitätsalarm auf Lenny. Oh, ich glaube, das ist ein Bug. Ich setze ihn mal zurück. Dann werden wir über Hochspringen an Theke belehren. Jetzt funktioniert alles. Gut, und dann kannst du dich um den Garten kümmern. Oh, wie cool ist das? Alles glänzt. Können wir das alles weiterentwickeln? Ja! Also, unseren Garten finde ich wirklich, wirklich toll. Ich habe letztens in den Kommentaren gelesen, dass ich wohl die Pflanzen in Töpfe geben sollte. Aber hier steht, dass sie geschützt sind. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es eigentlich funktionieren sollte. Ganz verstehe ich es, wie gesagt, nicht. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Wir haben ja eh gerade nicht so viel Geld. Trauern um ein Tier, weil ein Tier verloren hat? Wo ist Coco hin? Hä? Wie ist das passiert? Wieso ist Coco jetzt auf einmal verstorben? Coco? Nein. Ach stimmt, sie war ja schon eine Seniorin. Oh nein. Aber wieso haben wir das nicht mitbekommen? Ach, das verstehe ich nicht. Ivy,
Du kannst mal um Coco trauern. Oh nein. Ich meine, wir wussten, dass der Tag früher oder später kommen wird, aber es ist trotzdem traurig. Jetzt sind alle unglaublich traurig, außer Rose. Rose? Wieso bist du glücklich? Und was passiert auf deinem Sozialhase? Ich wusste gar nicht, dass du Sozialhase hast. Ach, Violet möchte uns adden. Okay. Und wir haben absolut keine Freunde hier. Dann fügen wir jetzt erstmal ein paar Leute zu Sozialhase hinzu. Wir fügen Dominik hinzu, obwohl ich noch immer nicht weiß, was wir von ihm halten. Der Part ist, wie gesagt, noch nicht online, deshalb ich bin schon sehr gespannt. Dann noch Jared und Ivy und Daisy und viel mehr kennt sie dann eigentlich auch nicht. Ist ein bisschen traurig. Aber wir machen jetzt mal einen neuen Post über Üben im Computerraum posten. Genau das postet eine Rose. Eine energiegeladene Story. Wir haben gelernt, dass die erste Programmiererin die Tochter eines Dichters aus Strangerville war. Eine coole Story. Ja, super cool. Ist sehr, sehr spannend. Jared ist am Schlafen und Livia... Oh, Livia heult sich jetzt auch aus. Nein, jetzt sind alle so traurig. Aber wir geben jetzt den Grabstein am besten mal nach draußen. Okay, vielleicht nicht da ganz nach vorne. Vielleicht hier zu den Bienen. Ich glaube, das ist ganz süß. Ja, dann ist Kokos Grabstein jetzt hier bei den Bäumen. Oder nein, ich möchte ihn, glaube ich, noch weiter nach hinten. Weil wir haben hier ja so fast einen eigenen kleinen Wald. Und dann gebe ich den hier hin und vielleicht noch ein paar Blumen dazu. Gibt es Blumen, die dafür passen? Bibi, move objects on. Ja, die blühen halt jetzt alle nicht. Vielleicht nehme ich doch eher Blumen, die eigentlich nach drinnen gehören. Das finde ich schön. Und dann vielleicht auch noch das. Machen wir das einmal kleiner. Haben wir hier auch noch diese Rosen. Und das möchte ich auch noch. Ja, finde ich süß. Ich glaube, die meisten aus der Familie werden jetzt ohnehin schlafen gehen. Bis auf Ivy und Emma. Die müssen sich leider noch um jede Menge Dinge kümmern, damit wir Geld bekommen. Eigentlich wollte ich noch ein wenig weiterlaufen lassen, aber Sarah ist gerade vorbeigekommen und fragt, ob Violet für eine feste Beziehung bereit ist. Und ich hätte gesagt, ja, natürlich. Also sind die beiden jetzt fix zusammen. Nein, Stipendien interessieren uns jetzt gerade nicht. Ich wollte nämlich eigentlich sowieso den nächsten Part mit den beiden spielen. Moment, Ivy wird gerade angerufen. Warum passiert denn schon wieder alles auf einmal? Hackerangriff. Wir haben herausgefunden, dass Rose heute in die Schulcomputer eingedrungen ist. Wir wissen nicht, was sie vorhatte, aber wir konnten sie stoppen, bevor sie etwas anrichten konnte. Also erstens verstehe ich nicht ganz, warum die Schule sich an Ivy wendet und nicht an Emma, aber ist schon in Ordnung. Und das klingt tatsächlich nach Rose. Also eigentlich könnte ich mir sehr gut vorstellen, Jared hat Rose darum gebeten, weil er vermutlich wollte, dass sie irgendeine Note ausbessert. Und Rose kann das natürlich, weil sie unglaublich intelligent ist und wurde aber leider erwischt. Und weil Ivy natürlich keine Ahnung hat, was sie mit dieser Information machen soll, werden wir einfach sagen, eine Warnung sollte ausreichen. Gut. Und was ich gerade sagen wollte, genau, den nächsten Part möchte ich sehr gerne mit Violet spielen. Warum wird sie dann auch wieder angerufen? Livia hat einen Liebesbrief an eine Lehrperson geschrieben. Ja gut, sagt das vielleicht Emma und nicht Violet? Die kennt sich damit nicht aus. Was ich sagen wollte, den nächsten Part möchte ich eigentlich mit Violet spielen. Dafür müssen wir aber noch Gitarre und Klavier maximieren. Wir sind hier jetzt überall schon auf Level 9, also es könnte sich ausgehen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob wir das schaffen. Denn ich habe in diesem Part ja noch ein paar andere Dinge vor, aber sonst muss ich das eben zwischen den beiden Parts erledigen. Also die beiden sind jetzt fest zusammen. Ja, feste Freundin. Oh, das ist so süß. Dann geh gleich mal hin und redet nicht über Hochzeit. Das wäre ein bisschen überstürzt. Aber dann können die beiden mal flirten. Und wir werden sie einmal bewundern. Und dann wird sie ihr eine fesselnde Geschichte erzählen. Und sie werden einfach nochmal von der gemeinsamen Zukunft schwärmen. Und einfach nochmal darüber reden, gemeinsam so bald wie möglich nach San Myshuno zu ziehen. Gut, und dann hätte ich gesagt, dass Violet jetzt aber mal mit ihrer Mutter spricht über das Ganze. Deshalb werden wir jetzt mal hingehen und ihr eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und ihr einfach erzählen, dass wir jetzt mit Sarah zusammen sind und dass wir noch nie in unserem Leben so glücklich waren. Aber dass wir eben nach
an mein Shuno ziehen möchten. Emma hat das Ganze natürlich schon sehr, sehr lange vermutet. Also es war ja eigentlich schon immer klar, dass Violet früher oder später nach San Mai Shuno gehen wird. Aber nun weiß sie es eben offiziell. Deshalb werden die beiden jetzt ein sehr persönliches Gespräch führen und Violet wird nochmal sagen, dass Gabriel sie in allem unterstützt und ihr seine Wohnung zur Verfügung stellt. Dann werden sie sich einmal umarmen. Emma freut sich natürlich für ihre Tochter, aber natürlich ist sie auch traurig, dass sie eben auszieht. Und dann werden wir einmal den Tag verschönern. Immerhin ist Coco gerade gestorben und die ganze Familie ist am Trauern. Ja, und dann wird Violet ihrer Mutter einen Familienrat geben und wird sagen, Mom, es tut mir sehr leid, aber so geht das nicht weiter. Du kannst nicht alleine bleiben. Du kannst nicht für immer alleine bleiben, nur weil es mit Lenny nicht hingehaut hat. Dann werden wir ihr eine dramatische Geschichte erzählen. Und zwar wird sie ihr jetzt von Simda erzählen. Dazu werden wir jetzt einmal Fotos mit ihr teilen. Und Emma räumt gerade einen stinkenden Kuchen weg. Ja, aber Emma, wir wollen doch mit dir reden. Wir wollen dir Simda zeigen. Okay, gut. Und jetzt zeigt Violet ihr Simda. Warum steht da ein schmutziges Teller? Wie kommt da ein Teller hin? Ist das überhaupt möglich? Es ist ein Pfannkuchen mit Blaubeermarmelade. Okay, alles klar. Naja, Emma wirkt auf jeden Fall sehr begeistert und möchte Simda natürlich so bald wie möglich ausprobieren. Und das können wir dann natürlich auch erfüllen. Denn wir werden jetzt mit ihr mal zum Markt schauen. Also ich gebe ihr mal alles ins Inventar. Auch alles, das Ivy zubereitet hat, müsste jetzt im Inventar sein. Hier haben wir noch zwei Dinge. Und dann werden wir mit Emma gleich mal zum Markt reisen. Und dann reisen wir jetzt zum Hanford-Restaurant und werden die Dinge verkaufen. Und Emma hat natürlich jetzt im Hintergrund das Gespräch mit Violet und denkt sich, naja, vielleicht sollte ich dieses Sim da wirklich mal ausprobieren. Immerhin ist Daisy ausgezogen, Violet sieht bald aus und Ivy wird auch nicht mehr so lange hier sein. Und vielleicht haben sie recht. Vielleicht brauche ich wirklich jemanden an meiner Seite. Ja, und während Emma darüber nachdenkt, seit wann hat sie eine Schleife im Haar? Hä? Gehört das zu der Frisur? Das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Mir ist das noch nie aufgefallen. Aber gut. Dann werden wir jetzt mal zu Kim gehen und werden einmal handeln und dann die Objekte im Inventar verkaufen. Wir haben jetzt zwar schon wieder sehr viel mehr Geld, wie ihr vermutlich seht, denn Emma hat die halbe Nacht durchgemalt, aber trotzdem brauchen wir natürlich noch mehr. Dann werden wir die Apfelmarmelade verkaufen, die Blaubeermarmelade, Himbeer, den Salbei und die Tomatensauce und haben 794 Simoleons plus gemacht. Ist gar nicht so schlecht. Und dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen mit Kim quatschen und werden einmal von Malen schwärmen und ihr erzählen, dass wir jetzt das Malen für uns entdeckt haben. Und dann werden wir einfach mal fragen, ob sie Kinder hat. Keine Ahnung warum, aber ich finde es irgendwie merkwürdig, dass Emma so oft schon bei ihr war und sie reden einfach über nichts anderes. Ja, ich bin ein Elternteil. Ich habe viele Kinder. Was heißt denn bitte viele Kinder? Kim, wie viel hast du denn? 7? Kim hat 7 Kinder und lebt in Oasis Springs. Das muss ich mir jetzt ganz kurz näher anschauen. Ich wusste nicht, dass sie einfach 7 Kinder hat. Oasis Springs. Sie wohnt hier in diesem winzigen Haus mit 1000 Kindern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das Janet? Ist Janet die Tochter von Kim? Wusste ich das? Emma, kennst du Janet? Das möchte ich jetzt überprüfen. Hier haben wir Janet. Tatsächlich. Janet ist die Tochter von Kim. Stimmt, die sehen sich sogar ein bisschen ähnlich. Seltsam, dass mir das nie aufgefallen ist. Aber gut. Wie vorhin gesagt, in Emmas Ohren halt noch immer das Gespräch wieder, das sie gerade mit ihrer Tochter hatte. Und deshalb sieht sie sich Simda jetzt einfach mal an, öffnet die App und denkt sich, naja, was habe ich denn zu verlieren? Dann treffe ich mich halt mal mit irgendjemandem und schaue mir das Ganze einfach mal an. Und deshalb hätte ich gesagt, wir lassen uns einfach mal überraschen und machen ein männliches Blind Date mit ihr aus. Und hier sehen wir jetzt Emmas Blind Date. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber anscheinend ist er interessiert.
Und ich hätte gesagt, die beiden gehen auch mal hier ins Hanford-Restaurant. Da war Emma ja tatsächlich noch nie essen. Und dann können wir uns das ja mal anschauen. Wo ist denn der gute junge Mann? Ja, wo ist er jetzt? Ich sehe ihn nicht. Aber sie möchte schon wieder mit Jacob sprechen. Ach, das ist dieser Jacob, auf den sie mal einen Attraktivitätsalarm hatte. Dann schwärm mal wieder vom Malen und erzähl ihm eine lustige Geschichte. Aber wo ist denn jetzt dein Date? Ach, hier. Oh, wow. Ihr Date ist ein Megastar. Ja, mit dem können wir jetzt ja nicht mal sprechen, oder? Versuch dich mal bei ihm vorzustellen, Emma. Wenn das nichts wird, sollten wir vielleicht doch besser bei Jacob bleiben. Und wer bist du? Cassandra Volkov hat irgendwie kein Oberteil an. Es ist noch immer Winter. Okay. Ich glaube, das funktioniert leider nicht so gut. Ja, gut, dann werden wir das Date abbrechen. Immerhin können wir nicht mit ihm reden. Da können wir auch nichts machen. Und wir haben gerade Benachrichtigung über die Schule bekommen. Rose ist jetzt eine 1er-Oberschülerin. Sehr, sehr gut. Und die Ergebnisse von Jared sind tatsächlich unterdurchschnittlich. Und heute kamen die Prüfungsergebnisse. Also seht ihr, ich glaube, Rose wollte wirklich die Ergebnisse im Schulcomputer manipulieren, damit Jared bessere Noten hat. Vielleicht hätte sich Jared ein bisschen besser auf den Prüfungstag vorbereiten sollen. Ja, vielleicht, aber er ist Sportler. Er muss nicht auch noch gut in der Schule sein, oder? Ich denke, Emma ist jetzt ein wenig gekränkt von ihrer ersten Erfahrung mit Simda. Immerhin war das jetzt gerade nicht so toll, deshalb setzt sie sich einfach mal hier an die Bar und bestellt bei Jacob etwas zu trinken. Sie bestellt einen Cuba Libre. Es ist 15 Uhr und Freitag, das ist in Ordnung, oder? Sie hat jetzt mal Pause von den Kids und bestellt sich hier ein Getränk. Und dann tratschen die beiden und sie erzählt einfach, kannst du dir das vorstellen? Ich habe ein Online-Date mit jemandem ausgemacht, der dann nicht mal mit mir sprechen wollte. Er meinte, er ist ein Weltstar und er interessiert sich nicht für mich. Warum war er denn überhaupt da? Und dann erzählt sie noch eine lustige Geschichte und macht sich ein wenig über ihr schlechtes Date lustig. Und ja, so freunden sich die beiden dann eben an. Dann fragt sie mal unauffällig, bist du eigentlich Single? Also ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber hast du vielleicht irgendeine lustige Dating-Story oder so erlebt in letzter Zeit? Ich habe so viele Kinder und habe schon so lange nicht mehr gedatet. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Und dann schmeichelt sie ihm, er ist Single. Das ist schon mal gut zu wissen. Und dann bestellt sie noch ein Getränk. Wie gesagt, sie ist gerade ein bisschen gedemütigt, aber möchte irgendwie auch ein bisschen Spaß haben. Er empfiehlt ihr jetzt einen Weißwein, und zwar den Granite Falls Pinot Blanc. Und den bestellt sie dann einfach, weil sie vertraut ihm. Er ist Barkeeper, er muss das immerhin wissen. Und dann wird sie jetzt einmal den Moment genießen und wird einfach einmal genießen, dass sie sich um nichts anderes kümmern muss. Einfach hier an der Bar sitzen kann und einen Wein trinken. Und dann wird sie ihm jetzt mal ein Kompliment über das Aussehen machen, da sie sich gerade auch selbstsicher fühlt, da sie schon das zweite Getränk getrunken hat. Und er freut sich natürlich und fühlt sich geschmeichelt. Und dann wird sie tatsächlich gleich mal versuchen, ihn anzuflirten. Und er ist natürlich voll am Start. Dann lässt sie noch einen Anmachspruch los und fragt ihn einfach so nach seiner Nummer und meint so, ich habe dich jetzt hier schon öfter gesehen, aber irgendwie dachte ich immer, dass du eine Freundin hast oder einen Freund hast oder einfach nicht an mir interessiert bist. Und jetzt haben sie eine Liebesleiste. Und dann werden wir ihm noch eine fesselnde Geschichte erzählen. Und sie hat jetzt auch den Eindruck, dass sie einander attraktiv finden. Oh, ist das süß. Haben sie schon eine Stimmung miteinander? Oder was ist denn eigentlich der erste Eindruck zwischen den beiden? So sieht ein Alltagskleidung aus. Das ist ja voll süß. Das passt ja wirklich voll gut zu Emma. Und sie findet ihn auch äußerst attraktiv. Ach stimmt, der erste Eindruck von beiden war ja leider negativ. Ich kann mich schon wieder erinnern. Aber mittlerweile scheinen sie sich gut zu verstehen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Jacob haltet. Ich finde ihn unglaublich süß. Und ja, vielleicht könnten die beiden sich ja auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht könnten sie auch eine Techtel-Mechtel-Partnerschaft eingehen. Das hatten wir jetzt tatsächlich im Werwolf-Let's Play. Und das finde ich ziemlich lustig. Also vielleicht könnten wir auch das machen. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare.
Und Emma wird ihn jetzt noch einmal bewundern. Dann wird sie noch einen mutigen Anmachspruch loslassen. Aber ich glaube, dann werden wir auch wieder nach Hause gehen. Oh mein Gott. Er ist so süß und er ist eindeutig interessiert an ihr. Ja, perfekt. Mit diesen Informationen gehen wir jetzt nach Hause. Wie gesagt, ich finde Jacob sehr, sehr süß. Und ich glaube, er könnte auch sehr gut zu Emma passen. Beziehungsweise würde er sehr gut als Vater unseres nächsten Kindes oder unserer nächsten Kinder passen. Denn, wie wir wissen, Emma darf ja nicht heiraten und jedes Kind muss von einem anderen Mann sein. Deshalb muss sie leider noch ein wenig Single bleiben oder noch ein wenig länger eben in unglücklicheren Beziehungen leben. Und wie ich im letzten Part ja auch schon erwähnt habe, am Schluss kann Emma natürlich heiraten. Und da werden wir dann vermutlich irgendeinen Mann auspicken, mit dem sie davor etwas hatte. Also falls ihr jetzt schon einen Favorit habt, könnt ihr mir das natürlich auch sehr, sehr gern in die Kommentare schreiben. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!